Also das erste, was ich zeige, ist etwas, was meiner Ansicht nach oft fehlt im Hinschung, nämlich den Einbau von der Figure 8. Figure 8 zur Erklärung, runde Bewegung, wenn ich es zeige in der Technik, erstmal schnell. Das heißt, im Hinschung ist es so, dass du, wenn du Energie abgibst, ich nicht arbeite wie ein Anfänger, wenn er schwere Waffe hat, dass er Energie gibt, holt nochmal neu aus und gibt wieder Energie, sondern die Energie, die hier durchgeht, wird hier weitergeführt. Das heißt, die sind verloren. Treffe ich nicht, ist es egal, weil die Energie sich immer wieder erneuert. Eben über die Figure 8. Merci. Beispiel, wenn ich jetzt hier nach unten reingehe, das wäre jetzt ein doppelter Schatz haben, mit einem V-Stoß tief. So. Eigentlich müsste ich jetzt hier wieder zurückziehen und dann irgendwas Neues probieren. Gehe ich jetzt hier her, gebe hier einen V-Stoß, baue die Figure 8 ein. Heißt es, dass die Energie hier nicht stoppt auf Null, ich ziehe wieder zurück und fange neu an, sondern die Energie verstärkt sich hier sogar noch. Ich kann hier weitermachen. Wenn ich das in der Platze einüben möchte, so zum Beispiel, pum, die erste Bewegung. Mit einem sogenannten Dropstep und einem Falling Step. Wenn ich die übe, wird es erstmal hier in der Platze eingeübt, dass der Körper nach vorne geht und ich hier nicht stopp, sondern die Bewegung. Das heißt, ich arbeite hier und lasse die Energie von dem Punkt wieder zurückkommen, dass ich weiterkommen kann. Und nicht solche Geschichten. Also mal langsam. Hier rein. Von hier wieder zurück. Eins, zwei. Wenn es einigermaßen passt, so, also. Eins, zwei. Zum Beispiel. Slow move. Das ist der Dropstep. Wenn man so Geschichten für sich selber einbringen will, beginnt man erstmal damit, dass man nicht reinholst wie Ochs, sondern dass man erstmal am Fluss arbeitet. Zum Beispiel hier locker aus der Kettenfaust heraus, unten, Ellbogen wieder hoch, Ellbogen von der anderen Seite wieder zurück zur Kettenfaust, Wechsel von der Auslage, dann gehe ich hier, wieder hierher. Erstmal der logische Fluss dabei ist, dass es nicht dann wieder ausholen wie ein Roboter, sondern dass du von hier lernst, locker zu wechseln. Captain Faust wieder hoch, wieder hoch. Dass es erst einmal locker läuft und dann fängt man an, dass es mit mehr und mehr Druck durchzieht. Das heißt, egal was wir für Technik üben, nochmal, wir arbeiten normalerweise mit einer Spanning heraus, den Gegner weiß ich nicht kämpfen, ich weiß selber kämpfen, sondern es geht um irgendein Trainer macht mich an, also du bitte, ich will keinen Schuss kämpfen. Das heißt, wir fangen mehr oder weniger aus der Position noch nicht hüpfen. Wenn ich jetzt hier irgendeine Aktion mache, dann ist meine Grundidee nicht, passt das Stund und ich mache jetzt hier wunderschön ein Ding, mache hier Beinkontrolle und jetzt kann ich. Das ist der Sinn. Der Sinn ist, dass ich mit einer kurzen, knappen Technik reinkomme. Bin ich drin, scheue ich mich, dann mache ich weiter. Wenn ich mit der ersten Technik nicht gut reinkomme, dann muss ich halt eine Folgetechnik machen. Aber ich denke nicht von Anfang an, jetzt muss ich hier und dann muss ich, weil es nicht geht. Weil es einfach nicht geht. Das heißt, hier, wenn wir jetzt am Arbeiten sind, zum Beispiel bei dem, der nehmen wir mal an, ich arbeite mit Kettenfaust,
Weil er irgendwie die Deckung so hat, dass ich nicht sauber durchkomme, mache ich sie mir dann auf. Arbeite dann weiter. Weil er jetzt runtergeht, wo fuck, dass ich mich von den Action bewege, mich kontrolliere und mache dann weiter. Aber das erste war ganz normaler einfach Armgriff oder ich versuche mit Kettenfaust durchzukommen. We'll be right back.